Eins. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris Staffel 2. Hi. Mit Tan und mir und ja, Krieg, der Krieg Krieg. steht Die Wolken vor des der Tür. Krieges. Genau, die Wolken des Krieges ziehen auf. Genau. Hatte ich hier. Ich hatte schon alle Ansprüche gestellt. Ah, stimmt, ich wollte noch gerade das Jahr 75 abwarten, weil genau jetzt gleich der Wechsel kommt in ein paar Sekunden. Genau, wir wollten noch ein Jahr schon abwarten, da kann ich noch ein paar Schiffe bauen, Kann ich wenn auch passt gerade hat. noch mein erstes Schlachtschiff hier abwarten? Kann auch mitkämpfen. Das erste Schlachtschiff. Lupe ist ohne die Schlachtbahn gegangen. Wow. Okay, der war schlecht. Der war richtig Boah, ey, schlecht. der war. Der war aber echt gewöhnungsbedürftig. Ja, schon. Ja, aber der war nicht so gut. Der hat sich schon so ein bisschen gezogen. Ja. Ein kleines bisschen, ne? So. Was ist denn jetzt passiert? Wir. Wieso habe ich denn jetzt noch plus 77 Legionen? Wahrscheinlich hat da wieder irgendjemand den Job gewechselt, weil ich hier was gebaut habe. So, 75, dann laufen wir durch. Dann kann es losgehen in 76. Daumen drücken. Oder, also so oder so, Daumen drücken. Für oder dagegen. Für wäre irgendwie cool, dagegen wäre aber auch nicht verkehrt. Ich weiß, wofür das Zienreich jetzt gerade betet. Dass die echte Krise kommt. Aber Endgame-Krise, je nachdem, was es ist, schützt ja nicht vor den Ansprüchen. Also ein Schlachtschiff wertet die Flotte aber schon ganz schön auf, muss ich sagen. Wieso? Also optisch oder punktemäßig? Punktemäßig. Ja, doch, durchaus. Vor allem, wenn du gute Waffen drin hast. Ich brauche noch einen einzigen Anspruch eigentlich auf das Keso-System. Dann habe ich Kazon als Knotenpunkt und das passt. Ja, das ist dann perfekt. Brauche noch ganz kurz so ein paar Pünktchen. Aber wir sind ja genau am Warten. Also geht. Währenddessen können schon mal die ganzen Stationen aufgerüstet werden für später. Ja, ich habe jetzt 20 von 20 Nationen. Wo ich da erst noch mal ein paar Forschungen nehme, dass ich wieder mehr Stationen haben kann. Ich habe nur 19. Bam, bam, bam. Ich habe dafür bloß 312 Flottenkapazität. Aber ich habe 349 Flotte. Ich habe immer mehr Flotte, als ich Kapazität habe. Es ist immer so. Ob es einen Star Trek Mod gibt? Ja, es gibt sogar eine Star Trek Map von den Quadranten, Ui. wo die Oh, das Völker ist dann auch in ihren jeweiligen Quadranten spawnen. Oh, das ist auch natürlich cool, ne? Wäre auch eine coole Idee für ein Projekt. Ich finde aber den Star Trek Armada 3 Mod von Sins of a Stolen Empire viel geiler, weil das ist halt richtig realistisch und gut gemacht. Da musst du dich auch mit mehreren zusammenschließen, so sechs, sieben Leute, damit du einen Borg-Spieler besiegen kannst, weil die sind halt wie in Star Trek auch richtig overpowered. Die kommen mit einem Schiff und du hast einfach verloren. Research complete. Na, das ist schon ganz cool. Ich hätte auch noch eine Idee für ein Projekt. So ein Star Trek Projekt. Obwohl ich ja echt nicht, ich bin ja Star Wars. Aber Star Trek kann man schon machen. Ach komm, ich leg jetzt hier los. Okay, also. Was? Du wolltest warten? Ja, Du weißt, ich habe wie das jetzt heißt? gewartet. Ich bin fertig. Nee, wieso? Der Tick läuft ja noch. Noch 2 Monate. So, Pause. Also, Sekunde, auf geht's. ich muss noch einen Anspruch stellen. Moment! Ja, das kannst du auch dann. Ja, aber du machst jetzt eh deinen Separatkrieg gegen die, oder? Oder machen wir jetzt beide zusammen ein? Wie geht Ich das weiß überhaupt, nicht, ob beide ich. zusammen ein? Du kannst mich ja einladen. Wie denn? Ich brauche noch einen Tick. Warte, Angreifer einladen. lass mal ganz kurz noch ein bisschen laufen. Ganz kleines Stück plus. Wow. Ganz ein Stück. Ich kann gleich. Kann gleich. Die Pilzkühe sind blutgeil. Ja, ich Hier soll weiß. jetzt jemand vernichtend geschlagen werden. Und am Aber besten nicht ich. zieht noch mal einen durch. Ich bin gleich so weit. Hab noch mal ein paar Visionen, dann passt das schon. Wow. Alles klar. Ach komm. Die Vision haben uns Pilzkühe, wir letztens. gehen. Die Vision haben uns letztens geholfen.
Wir wussten, dass sie mitgehen kriegen. Die Vision war ein bisschen verarsche, wie ich mittlerweile weiß, weil die Piraten spawnen immer nur in diesem einen System. Das war keine Vorhersage, die kommen einfach immer da. Die sind noch nie woanders gespawnt. Aber die Mitgehen-Krise war eine Vorhersage. Ja, aber das die war ja quasi auch zwangsläufig die, die kommt. Eine andere gibt's ja nicht. Ja, aber du hast nicht, sag schon. Du hast quasi wahrscheinlich deine Handelsrouten nicht geschützt, darum kommen die da an dem Punkt. Ich hab mein. Die Flotte steht ein System daneben oder so, oder zwei. Das funktioniert nicht, das muss im System stehen. Ja, dann sterben sie halt sofort, immer kann ich auch nicht ändern. Als ob ich da jetzt welche hin und her fliegen lasse, ich bin auch nicht Krösus. Ja, ich hab so ganz kleine Flotten habe ich gemacht, so 293 und so, die unterdrücken die Piraten super. Da kommt das nie erst hervor. Hast du angehalten? Ja, ja. Du wolltest doch, ja, wir können auch einzelne Kriege machen zum Schützen. Nee, ich lade dich jetzt ein. So, ich hoffe, ich kann dann auch meine Ansprüche durchsetzen. Angreifer einladen. Zack. Hoffentlich kriege ich meine Ansprüche dann auch. Wäre echt super. Wenn ich einen Anspruch kriege, müsste ich eigentlich auch meine Ansprüche geltend machen. Können, theoretisch. Okay, dann müsstest du jetzt eigentlich was kriegen. Aha, ja. Kriegserklärung. Für Krieg und beanspruchte gegnerische Systeme zu übernehmen. Das Benutzen dieses Kriegscoins generiert finden. Was wird so nach hinten losgehen, ey? Warum soll das hinten losgehen? Angst. Warum? Angst. Don't panic. Mann. Angst. Die haben hier einen Planeten drin, das habe ich nicht gesehen. Okay, warte, ich brauche meine Bodentruppen. Pinnable down, ich muss das Bodentruppen verlegen. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die da, Boah, ist das System riesig. Wie cool. Zwei Sonnen drinne. Nice. Eine rote Riese und eine normale M-Klasse. Wie unsere Sonne. Dann Angriff, metzel die Station nieder. Okay. Die erste Schlacht. Und da fällt auch schon die erste Station. Ich will mit der Flotte aber gleich weiterfliegen. Ich werde jetzt den Planeten bombardieren. Wie viel haben denn die auf dem Planeten Armee? 500 Armeegarnituren. What? Wow. 500! Bin gerade ein bisschen überrascht. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht mit gerechnet. Dann mache ich das anders. Die da können hier gerne den Planeten bombardieren. Ich schicke mal noch eine Flotte zur Bombardierung hin. So, ich halte mal kurz an. Jetzt sind wir. Ja. Hä? Also, Trug Celtic-Horde ist mit im Krieg. Ja. Und Zinor-Allianz ist mit im Krieg. Trug Celtic wurde. Muss man gerade gucken. Das müsst ihr eigentlich hinhauen, wenn ihr das übernehmt hier unten. Sieht das für ein Symbol von denen aus? Während ihr hier hochfliegt. Okay. Weiter geht's. Wahrscheinlich sind ihre Flotten gar nicht da, weil die in irgendwelchen Kriegen verstrickt sind oder so. Also die Xeltec, sie kommen eh nicht hier hoch, weil die Obi-Wini denen die Grenzen zugemacht haben. Und die Xinur kommen auch nicht durch, weil die unten und die oben die Grenzen zu haben. Das heißt, Xian hat keine wirklichen Verbündeten. Macht keinen Sinn. Die gehen so unter. Da kommt der Flotte. 4600. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Achso, da, ja. Ach ja, ach ja. So niedlich. Wenn sie es doch versuchen. Ach, schön. Passt gut, weil ich habe hier gleich diese zwei noch. Research complete.
Nächster Kampf. Rekrutieren. Oh, jetzt dauert lang, bis bei mir was funktioniert gerade. Uiuiui. Oh, die Flotte kommt zu mir. Finde ich gut. Finde ich gut. Und die ist wirklich zu mir? Ja, die kommt zu mir, oder? Ja. Die 4600 und die 4600 Boden drüber. Der YOLO, sage ich dazu nur. Meine Flotte springt gleich mal, um sie abzufangen. Das wird gleich witzig. Ihre Hauptflotte erstmal schreddern. Erstmal gleich jeden Kampfeswillen nehmen. Ja, und die sind auch jetzt schon gar nicht so abgeneigt, über Status Quo zu fahren, wenn ich das so sehe. Ich glaube, wenn wir eine Flotte schreddern, dann war es das vielleicht schon. Ja, ich schredder die jetzt gleich, die werden gleich reingesprungen kommen. Ich nehme schon mal die Station noch mit. Leg! Scheiße. Das war ein Leasing. Ja, das ist definitiv einer. Dauert zu lange. Ja, hoffe ich, kann ich die da jetzt noch bekriegen. Das wäre sonst echt scheiße, wenn die... Sollen wir weiterlaufen lassen? Pop-Modifiers, Planet-Modifiers, Fleet-Modifiers, Ship... Planet... Ja, lass mal weiterlaufen, mal gucken, was passiert. Na, wo ist die Flotte von denen? Müsste da reingesprungen kommen. Okay, ihre Station ist so gut wie weg. Construction complete. Ihre Flotte hat umgedreht, wir fliegen weg, sie kommt doch nicht hier reingesprungen. Die hat einfach mal umgedreht. Wow. Sie kommt zu dir geflogen. Das finde ich gerade ein bisschen witzig. Den, was in der Stadt, in dem System mit ihrer Station passiert ist, drehen einfach um und fliegen weg. Keine Lust mehr. Jegliche Motivation genommen. Die kommen nach Süden geflogen mit ihrer 4K-Flotte. Mhm. Modiert dann gleich mal den Planeten schon. Guck, ob ich mit denen krallen kann. Construction complete. Was? Die. Oh wow. Die Zinur Allianz schickt eine kleine Flotte. 5000. Das Geile ist, die schicken das genau dorthin, wo schon eine andere Flotte mit 13K wurde. Die haben anscheinend mit den Great Camarian doch ein Übereinkommen getroffen, dass sie durchfliegen dürfen. Interessant. Da möchte jemand wirklich helfen. Da möchte jemand wirklich helfen anscheinend. Wird nur nicht viel bringen. Die scheinen echt nur diese eine Flotte zu haben. Naja. Drehen die jetzt schon wieder um? Die drehen halt echt wieder um, ne? Ich glaube, die wissen nicht, was sie machen sollen. Nee, die wissen nicht, wo sie zuerst angreifen sollen. Die sind in zwei Frontenkrieg. Das Problem ist, die sind halt näher bei mir. Sie kommen nach oben. Ja, ich sehe es schon, aber das wird nichts. Meine Flotte springt gleich wieder nach oben, dann drehen die wieder ab, wenn die Flotte sehen. Das ist das Traurige. Was anderes reicht erhebt Anspruch. Die Jena erhielt Anspruch bei mir auf Zeugs. Ja, macht nur von. Ist okay. Alles gut. Passt schon. Gönnt euch. Oh, die erheben Ansprüche auf wie viele Systeme die Ansprüche erheben. Kurzer Anflug von Größenwahl. Soll ich euch mal hinterher springen mit eurer Flotte? Guck mal, eure Flotte ist gleich hier in dem Nachbarsystem. Boah, ruckel. Soll ich euch. Ich nehme den jetzt mal jede Motivation. Ich spring den jetzt entgegen. Oh, warte mal, die kommt zu mir, oder? Nicht, dass du wegen Desync dann irgendwie voll viel verlierst. Das kann natürlich passieren, ne? Ich spring nicht rein, aber die kommen bestimmt nicht zu mir. Kann nicht passieren, nee, überhaupt nicht. Kann passieren. Doch, kann natürlich passieren. Okay, sie kommen rübergesprungen, nehme ich an. Ins Krakau. Bei mir steht sie um 2-4. Nee, ach, das eine ist Bodentruppe. Tag. Überraschung! Na? Schredder. Wie geht's euch Schredder, so? Schredder. Oh, das sieht. Aua, Schmerzen. Aua, Fuß verstaucht. Aua, tut weh. Oh, guck mal, wie die Bodentruppe im Kreis fliegen.
Ah, das ist ein scheiß Tag, ne? Ja, Freunde. Aber noch fett Ansprüche stellen. Finde ich gut. Ihr seid sehr optimistisch, das bewundere ich. So, eure Bodentruppen. Ihr könnt jetzt in den Schiffen erstmal elendig, ne, und so. Lalalal, oh, weggesprungen. Feiglinge, kommt zurück. Gut, also ich habe ihre Hauptflotte zerschreddert. Ihre Kriegsmüdigkeit ist spontan bei 16% gelandet. Ach, schön. Sie wären bereit für Status Quo, aber ich brauche noch ein System. Ich brauche auch noch ein System. Eins brauche ich noch. Nee, ich muss hier unten noch. Ist es schlau, das Team-Deasing dann zu beenden? Dann können wir kurz speichern, einfach mal schnell nur reinjoinen. Ich meine, das geht ja manchmal auch recht fix. Wie viel Zyen reicht gerade bei mir beansprucht, ne? Locker 10 Systeme haben die jetzt bei mir beansprucht. Die haben einen kleinen Größenwahn gerade, kann das sein? Ich muss noch kurz den Planeten bombardieren. Also, du kannst den Krieg noch ein bisschen weiterführen lassen und ruhig noch nebenbei Ansprüche stellen. Ich habe keinen Einfluss mehr. Ich bin fertig. Ja. Oh, hier drüben wird gerade gekämpft. Oh. Die Hilfeflotte ist auf der anderen Seite wird gerade geschreddert. Mit ihren Dreieck außen. Oh, sie haben was von mir kaputt gemacht. Sie schlagen zurück. Ach, meine Station macht auch noch mit. Ja. Schau. Das war nix. Satz mit X, das war nix. Haben wir schon wieder eine neue Flotte gemacht? Ja, 1500er. Sehe ich da. Ach, jetzt kommen wieder Piraten, ey, auf Leute. Piraten. Wird das bloß noch in dem Völkelsystem diesen Planeten down kriegen. Danach könntest du gerne. Okay, 500. Es geht runter, ich bombardiere den gerade schon. Orbitale Bombardierung. Also wenn wir das gleich beenden, müsste ich theoretisch die Galaxie einmal hier so durchteilen. Dann habe ich von einem Ende bis zum anderen komplett was. Zeig mal, hast du es schon? Wow, okay, wie cool. Das ist echt cool. Jemand hat sich nur Allianz die Unabhängigkeit garantiert. Wieso, weil die schwach sind? Die haben gerade ganz stark versucht, gegen mich zu kämpfen. Das war zwar doof, aber sie haben es versucht. Ach, das hier musst du noch einnehmen, okay. Ja, ja. Ja, das links, das wo die drinnen stehen, das mache ich dann im Nachhinein. Das ist irrelevant. Wo fliegt denn die Truppe hin? Die kommen wieder zu mir rübergeflogen, ne? Die 1500er Flotte. Die sind vielleicht auch ein bisschen gerade im Deasing-Wahn. Vielleicht sehen die dich nicht oder so, ich weiß nicht. Überraschung! Das ist ja schon irgendwie lustig. Wenn man so eine fette Flotte steht, so Überraschung. Okay, ich muss noch kurz ein bisschen warten. Ich muss noch die Garnison bei denen ein bisschen wegbombardieren. Planetenverwüstung. Die Planetenverwüstung mit Omer. Ja, die kommen wieder hoch zu dir. Wow. Also sehr clever sind sie nicht. Oh, wollen die Status Quo, ey. Die sind aber sehr interessiert. Zeig mal her, ich will mal gucken hier. Oh ja, ja. Sie haben Bock auf Status Quo. Aber warte mal, wenn du Status Quo machst, kriegen die da auch was von uns? Von den Ansprüchen? Hä? Die wissen doch schon erobern. So funktioniert das nicht. Du kannst ja einfach sagen, das will ich haben und dann kriegst du das. Du musst es doch schon erobern. Ja, stimmt. Die müssen es erst erobern und dann krächzen sie es, wenn sie Status Quo machen. Steht da was ich, also dass ich auch was bekomme, wenn du jetzt Status Quo machen würdest? Geht das nur oder geht das nicht? Muss ja da stehen. Ja, 4 Systeme. Ja, genau. Eins fehlt gerade noch. Da muss ich das den Planeten noch wegmachen. Aber da hab ich fast. Planetare Verwüstung 37%. Ihre Armee ist bei 438, ich würde sie gerne auf 300 vielleicht kriegen. Dann schaffe ich das wahrscheinlich definitiv. Wow, sie greifen halt wirklich wieder an. Ihr seid nicht die Intelligentesten, ne?
Ja, besonders noch nicht mal zusammen. Ja, vor allen Dingen. Ja, Das Slot ist. steht da noch. Ja, die Bodentruppen springen gleich weg. Oder? Da, jetzt. Wow, wieso sind die anderen nicht mit reingekommen? Ja, gut, aber hätte jetzt keinen Unterschied gemacht, aber. Meine. Ne? Und so. Wenn du noch nach Piskus ein Stück runterkommen kannst, dann können wir eine richtige Landbrücke endlich machen zwischen unseren beiden Reichen. Nee, kann ich keinen Anspruch stellen. Viel zu teuer. Mal kurz gucken, könnte ich noch einen Anspruch stellen, spontan? Bei 100 kostet mich der nächste Anspruch. Nee. Habe ich leider auch gerade nicht so viel. Jetzt könnte ich noch Kakao mitnehmen. Was Kakao? Kakao, nicht Kakao. Lol. Die Piraten haben. Die Piraten. Piraten haben gerade irgendwas vernichtet oder so, was von jemand anderem da durchgeflogen ist. Hey, nee, Wow. Moment. Hä, Wow. hey, wieso sind die jetzt da? Okay, irgendwas spinnt bei mir aber auch. Port. Kann man gleich, geht gleich. Ist gleich soweit. Dauert 60 sind sie jetzt. Ob ich das mache? Also für Piskus brauche ich aber noch ganz schön viel, ey. Ja, wenn du jetzt das alles gekriegt hast, ist deine Grenze näher, dann kostet es alles nicht mehr so viel. Ja, dann. Noch habe ich es ja nicht. Ich lande bei meiner Bodentruppen. Sind die stark? Der Anfang. Diesenkrieg. Ja, so können wir es nennen. So können wir die Folge nennen, der Diesing-Krieg. Das habe ich aber irgendwie schon Gleich. befürchtet, dass bei so einer großen Schlacht Ja, erstmal ich Diesing auch. kommt. Ja. Ich habe nur überlegt, ob wir es vielleicht auf normal schnell, also normal laufen lassen. Aber naja, gut, Das weißt du. dauert ja ewig. Das Zhiyan-Reich beleidigt mich. Interessiert mich nicht mal. Gucke ich gar nicht an, die Beleidigung. Sieht gut aus. Ich habe sogar einen General diesmal mitgeschickt. Eine Bodentruppe. Und. Aber das Gute ist, wir haben dann eine Landverbindung. Oh, Wow, Leck. mega lag. Wir sind Oh, schon wie ist denn dies? gedesinkt. Wow! Sie haben kapituliert. Hä, was? Sieg. Wir haben das alles gekriegt, was wir wollten, theoretisch. Ja, haben wir. Sie haben kapituliert? Ja, haben sie. Hast du auch alles gekriegt? Alles klar, sau viele neue grüne Planeten. Hey ho, let's go, würde ich sagen. Verschieb mal die Grenze ein bisschen. Hab sogar hier nochmal einen grünen Planeten. Ui, schön. Das finde ich gut. Wo war denn jetzt meine ursprüngliche Grenze? Ich glaube, ich hier sollte hin. So. Das war ein erfolgreicher Krieg. Ja, durchaus. Wieso habe ich jetzt eine Sekunde. Station zu. Ach, die hier oben, ja, komm. Die braucht eh Niedrige keiner. Stabilität. Was ist Wow. das denn, ey? Wow. Ersetzen. Alter, was die für einen Scheiß gebaut haben. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ersetzen. Bolo-Theater. Die Leute, der Planet ist zu 100% überbevölkert. Also. Es gibt 40 zu wenig Wohnungen für die Leute. Was haben sie hier gemacht? Alter, die Leute haben minus 30 Dienstleistungen. Es ist gewundert, dass deren Wirtschaft am Arsch ist, wenn ich sowas mache. Tja. Baukasten, ich muss kurz umbauen. Warte mal. Jobs brauchen sie auch, aber das kriegt man hin. Chemische Bepflanzung. Ersetzen, die brauchen Wohnungen, die Leute. Oh, no, N. Hier Luxuswohnungen mal machen.
Erstmal nochmal. Durch den Stadtdistrikt. Das ist jetzt mal zwei durch den Stadtdistrikt. Die Leute haben überhaupt keine Wohnungen mehr. BTF. Entscheidungen reduziert die Produktion von Jobs und das Bewohnerwachstum. Ja, 7 neue Planeten läuft. 7 neue Planeten? Nice. Die Polizeiwache bauen wir auch noch. Dauert inzwischen ein bisschen, bis das alles fertig ist. Ich werde jetzt gleich mal mir das System da noch sichern. Hopp. Wir haben wegen. Warte, nee, nur ein. Weißt du, warum ich nämlich dieses eine System da unbedingt haben wollte? Hm? Du könntest es als eine Art legendäres System bezeichnen. Guck mal rein. Meinst du dieses Volkel-System? Dieses mit dem schwarzen Loch, das mit dem schwarzen Loch-Symbol. Great Round-System, das, was der auch nicht eingenommen hat. Ach, das, was du mir geschickt hattest. Aha. Selten, sehr seltenes System. Ja, natürlich, das ist sehr cool. Ich, da ist irgendwas drin. Was sind das? Weltraumwolken sind da drin. Enigmatische Energie. Okay, cool. Boah, jetzt bin ich aber ein bisschen riesig, muss ich sagen. Blub ist am Wachsen. Sehr nice. Der Rest des Zyanreich können wir dann später auch nochmal irgendwie uns aufteilen. Je nachdem, wie das jetzt läuft. Ich meine, wir haben, guck mal, unser Krieg ging gut. Wir haben nach einem Jahr, dann wird das nächste Mal ausgewürfelt. Also, wir stehen gut da. Wir sind die Größten hier in der Galaxie. Na gut, Compact of Puff Prime. Ist auch noch irgendwie ein bisschen groß. Oben. Hatling Star Pack ist auch noch ein bisschen groß. Dick Mock Mandate neben dir ist auch noch. Aber ansonsten sind wir eigentlich so flächenmäßig echt die größten Reiche. Wie immer eigentlich. Ja, wie immer. Nennt man Skill. Wieso porten die sich hier? Okay, irgendwas stimmt bei mir aber auch nicht so ganz. Ja, wir haben halt gleich wieder 30 und dann würde ich sagen, speicherst du und dann... Mini-Folgen wegen D-Sync. Was aber heißt Mini-Folgen? Eine halbe Stunde aber, geht guck ja. Mal. Wir haben eigentlich gesagt, es funktioniert, ne? Aber jetzt haben wir auch jede Folge Leasing. Ja, schade. Willst du da weiter hosten oder soll ich mal wieder hosten? Als Abwechslung? Ich weiß ja nicht, ob es dann wieder besser wird, ich habe keine Ahnung. Naja, bei mir war es ja so, dass es sofort nach 3 Sekunden gedeasingt hat. Nö. Doch, gut, ja, das war immer. Ja. Also. Ja, der Krieg war das jetzt, das war zu viel Flottenbewegung. Kann ich jetzt bitte mal was Brauchbares erforschen? Hast du immer noch keine Schlachtschiffe? Nein! Ich krieg Nein! Irgendwelchen Rotz. Ich krieg irgendwelchen Rotz in den Bau. Nein! Nein! Mimimi. Das Ding hier herabstufe. So, warte mal. Spezies. Dann das hier mache. Wo sind denn jetzt die neue Spezies? Wo ist er denn? Hier, Zyen. Die Rechte. In meinem Reich, du darfst nicht kolonisieren. Aber ihr habt normale wohnhafte Rechte. Ihr dürft auf einem Planeten wohnen, ihr dürft so umsiedeln auf Planeten, die besiedelt sind, aber ihr dürft keine neuen besiedeln. Fertig. Nicht im Schacht. So. Okay, ich werde mal dieses System reinigen mit den... Hier, na? Mit den ganzen schwarzen Löchern. Oha. In einer größeren und einer kleineren Flotte. Insgesamt über 20k sollte klappen. So, Schiffe sind da.
würde gerne die Teile vielleicht so ein bisschen einzeln angreifen. Also eine, wenn ich eine enigmatische Wolke triggern könnte, wäre das schon geil gerade. Komm, flieg mal hier rüber. Komm, lasst euch triggern, Freunde. Lasst euch doch einfach mal triggern. Nein, nicht alle auf einmal. Das ist schon kann ich knapp. Dazugucken? Oh, je, je. Ja, kannst du eigentlich. Ich würde ja gerne einzeln ein bisschen triggern, aber irgendwie wollen die nicht getriggert werden. Sie fliegen so ein bisschen verwirrend hin und her. Das ist ja ein besonderes System. Vielleicht ist ja irgendwas noch. Ich habe noch nie so ein System erforschen können. Achtung, jetzt. Komm. Jetzt wird es doch safe getriggert. Eine kommt. Oh, zwei kommen. Okay. Oh, ja, die greifen alle an. Naja, komm. Greift halt alle an. Ihr schafft das jetzt hoffentlich, ja? Wie, ihr schafft das jetzt nicht, Freunde? Da muss ich ja wieder alle triggern. Das wäre schon ziemlich lustig finden, wenn wir es nicht schaffen würden. Oh. Die sind stark. Die sind wirklich stark. Ja, aber was glaubst du, warum das Zielenreich das noch nicht hatte? Oh, mitten aufs Schienbein, ey, das ist schmerzhaft. Ah, in die Kniekehle. Ei, ah. Oh nein. Schieß. Ah, auf die große Zehe. Oh, das ist. Au, oh, das ist böse. Das gibt eine lange Sportverletzung. Ei, ei, ei. Okay, einer ist down. Ja, guck mal hier, gar kein Problem. Oh, die haben mir aber einiges abgezogen. Ja, oh ja, richtig. Kunde, ich würde gerne noch, Hallo? Ach so, ja, niedrige ist. Bewohnbarkeit. Ich habe sehr gesagt keinen Bock, immer nach der Rasse zu gucken, die das hier perfekt besiegen kann. Das soll jetzt alles die Pilzkühe machen. So, die schaffen das schon. Auch wenn das nicht optimal ist, das klappt schon irgendwie. Wieso geht's nicht? Wieso kann ich nicht? Wegen diesem? Okay. Ja, das ist ein Diesing. Ich kann die Flotten gerade nicht zusammenpacken. Das klingt nach Diesing. So, Spezialprojekt untersuchen. Danach System erkunden. Bingo, perfekt. Wenn das soweit ist, besiedle ich das System. Eine schöne Station rein. Eine richtig schöne Station. Eine richtig schöne Forschungsstation. Jetzt musst du nur noch diese Dreadnought da wegkriegen. Ja, die Dreadnought wäre noch gerne weg. Es wäre doch schön, wenn die weg wäre. Ich hätte diesen Voidspawn auch gerne mal weg, aber ich traue mich nicht. Einfach so, wo bringen die über studieren? Gut, blub, ich speichere es erstmal und ich würde sagen, wir beenden die Folge und dann winken wir uns erstmal wieder neu. Ja, dann würde ich sagen, das war doch ein schöner kleiner Krieg. Wir sind beide gewachsen und... Der Diesing-Krieg. Mhm. Ja, der Diesing-Krieg. Und mal gucken, ob in der nächsten Folge vielleicht die Endgame-Krise kommt. Ich meine, wir sind ja schon 30 Jahre drüber. Es wird irgendwie im Jahr, wo ausgewürfelt wird. Ja, und wir sind schon 30 Jahre drüber. Also wir sind schon ordentlich drüber. Also, es könnte jederzeit passieren. Alle 5 Jahre haben wir die Möglichkeit. Ich denke schon, dass wir es vielleicht in der nächsten Folge triggern. Wenn mal kein Diesing kommt und wir länger spielen, wieder so 50 Minuten, dann bestimmt. Schauen wir mal. Stehen die Chancen echt gut. Hä, was ist denn da unten passiert? Guck mal, bei der Celtic-Rolle, da fehlt immer mehr. Wo sind die alle hin? Hä? Was ist passiert? Was habe ich verpasst? Egal. Okay, dann nicht. Interessiert mich nicht. YOLO. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.